Wir werden jetzt Ausschnitte aus dieser Debatte zur Impfstrategie zeigen, die heute Morgen oder eigentlich soeben in Brüssel stattgefunden hat. Die Impfungen werden keine Patentlösung sein, die es uns ermöglicht, von einem Tag zum anderen zu unserem alten Leben zurückzukehren. Es gibt da keine Kristallkugel, was Covid-19 angeht. Wichtig ist, dass wenn wir mit den Bürgern kommunizieren, dass wir offen und ehrlich sind. Und wenn wir mal eine sichere und wirksame Impfmöglichkeit haben werden, dann wird das eine ausschlaggebende Rolle spielen. Beim Retten von Leben, beim Eindämmen der Pandemie, beim Schutz unserer Gesundheitssysteme und beim Wiederaufbau unserer Wirtschaft. Unsere Bürger werden wieder Hoffnung schöpfen. Das Leben wird vorhersehbarer werden. Wir betrachten Vorhersehbarkeit als etwas Gegebenes. Aber in den letzten Monaten war das Gegenteil der Fall. Wir wussten nicht, was der nächste Tag bringt. Am Montag haben die Finanzmärkte reagiert aufgrund der erfolgreichen Meldungen eines der Produzenten. Und ich habe auch gesehen, welche Hoffnung die Bürger aufgrund dieser Nachricht geschöpft haben. Wir müssen alles nur Mögliche tun, damit die Impfstoffe so schnell und so sicher produziert werden können, um unsere Erfolgschancen zu erhöhen, zu optimieren, haben wir daran gearbeitet, ein breites Portfolio zu schaffen für europäische Impfstoffe. Wir wollen dabei die Spitzentechnologien einsetzen. Die Verhandlungen mit den Unternehmen waren intensiv und inklusiv. Wir haben das mit den Mitgliedstaaten und für die Mitgliedstaaten gemacht. Wir haben bis zum heutigen Tag 3 Verträge unterzeichnet. Der 4. mit Pfizer-BioNTech steht an. Auch mit 2 weiteren Unternehmen sind die Verhandlungen fortgeschritten. Es gibt auch Sondierungsgespräche mit einer Reihe von Produzenten. Man hat mich während der letzten Tage oft gefragt und ich glaube, ich kann Sie da beruhigen, sobald es einen Impfstoff geben wird, werden alle Mitgliedstaaten im gleichen Maße Zugang haben zu den verfügbaren Dosen und zum selben Zeitpunkt. Eine solche Vereinbarung haben wir getroffen. Es ist wichtig, dass dieser Prozess transparent abläuft. Dieser globale Markt ist sehr wettbewerbsorientiert und die Kommission kann deshalb nicht die Informationen bekannt geben, die im Vertrag enthalten sind. Es gibt Vereinbarungen über die Nichtoffenlegung auch bei den Abkommen mit anderen Ländern. Es ist nämlich wichtig, denn das sind sehr heikle Informationen, auch finanzrelatiert und auch was die Produktionspläne angeht. Die Unternehmen verlangen, dass diese Informationen zwischen den Signataren des Abkommens geheim gehalten werden. Das heißt, die Kommission kann das jetzt nicht einseitig bekannt geben. Das würde der Zustimmung aller bedürfen. Das ist eine gute Woche für die Menschen in der Europäischen Union. Der erste seriöse Impfstoff weltweit ist in Europa entwickelt worden, wird in Europa produziert und das mit Mitteln aus 3 verschiedenen Fonds der Europäischen Union. Natürlich müssen wir genau hinschauen und die EMA muss die Ergebnisse noch prüfen. Aber es gibt Grund zur Hoffnung. Ich kenne die Firma BioNTech und ich halte sie für sehr seriös. Und wir haben einen Vertrag. Die Europäer kriegen den Impfstoff. Dank an Stella, dank an Sandra Gallina und auch danke an den Ratspräsidenten Jens Spahn, der sich sehr engagiert hat. Ich habe heute 3 politische Botschaften. Die erste an die Rechten, hier im Haus und anderswo, die immer gegen alles Fremde hetzen. Der Gründer von BioNTech ist im Alter von 4 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und es ist Zeit, den Beitrag der Migranten für unsere Gesellschaft, für den Fortschritt zu würdigen. Dann an die Linken und die Grünen, die immer gewettert haben gegen diese Verhandlungen, die die Kommission führt. Ich spreche ganz persönlich an Michel Rivasi, Tilly Metz, Jutta Paulus. Sie haben heute die Gelegenheit,
sich zu entschuldigen und zu sagen, Hut ab, die Kommission hat es gut gemacht. Und als Drittes dann alle, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wettern. Wir haben Licht am Ende des Tunnels. Und jetzt wäre es wirklich tragisch, wenn weiterhin wie gestern fast 4.000 Menschen an dem Virus sterben. Halten wir zusammen, halten wir Abstand, durchhalten und an die Regeln halten, ist das Gebot der Stunde mehr denn jemals zuvor. Dankeschön. Ein sicherer Impfstoff war noch nie dringender. Die Forscher weltweit arbeiten sehr schnell daran, einen sicheren Impfstoff zu entwickeln. Erst vor einigen Tagen haben wir vielversprechende Nachrichten gehört und weitere Impfstoffe stecken auch schon in Phase 3 der Testphase. Es ist vielleicht noch zu früh, das zu sagen, aber die ersten Indikationen sagen uns, dass wir ohne Angst vom Virus bald in unser Leben zurückkehren können, obwohl wir auch gehört haben, was Sie, Stella, gesagt haben. Wir brauchen nach wie vor die aktuellen Maßnahmen, aber es ist schon mal vielversprechend, was wir hören. Das zeigt uns erneut das große Potenzial der Wissenschaft. Die Kommission hat drei Kaufverträge mit drei Unternehmen abgeschlossen und wir stimmen auch zu. Wir brauchen ein breit gefächertes Portfolio mit Impfstoffherstellern. Es ist aber auch entscheidend, dass solche Vorkaufverträge auch voll und ganz transparent verlaufen. Wir verlangen, dass die Vertragsbedingungen öffentlich gemacht werden. Die Kosten für die Produktion eines Impfstoffes und der Preis für die Produktion, wenn er dann hergestellt wird, genauso wie der Preis des Impfstoffes selbst und möglicher Haftschutzbedingungen müssen klar sein. Dankeschön. Danke vielmals. Frau Trillet. Vielen herzlichen Dank, Herr Brechich-Binder, liebe Kollegen. Ja, diese Nachrichten über effiziente Impfstoffe lassen uns Hoffnung schöpfen. Wir müssen aber vorsichtig sein und pädagogisch richtig vorgehen. In Frankreich, im Lande Louis Pasteurs, gibt es zwei Strömungen, die aneinander geraten, auch innerhalb derselben Parteien, auch innerhalb von Europarlamentariern. Und diese Tendenzen haben beide Unrecht, denn Guy Talleyrand mal sagte, alles, was übertrieben wird, ist nicht sinnvoll. Die Ersten wollen eher zwingen und nicht Prävention betreiben. Sie wollen einen Impfzwang vorsehen. Das ist irrealistisch und das ist auch nicht sinnvoll für die Volksgesundheit. Wir brauchen Identifizierungsstrategien. Erst muss geklärt werden, welche Bevölkerungsgruppen prioritär sein sollen. Und meinen Sie, dass sich die Mitgliedstaaten da einigen könnten, damit man auch wirklich koordiniert vorgehen kann? Die zweite Strömung, das sind die Impfgegner, die Peter Liese schon erwähnt hat. Diese wollen alle wissenschaftlichen Fortschritte in Frage stellen und sie profitieren von dieser Stimmung der Unsicherheit und sie wollen die Wirksamkeit der Impfstoffe anzweifeln. Das ist gefährlich. Wir müssen die Transparenz der Vertragsklauseln verbessern. Wir müssen uns fragen, wie wir das machen können. Ich möchte wissen, ob es da Kampagnen geben soll, um gegen Fake News vorzugehen. Frau Vorsitzende, bitte helfen Sie uns, unsere Bürger und unsere Regierungen zu überzeugen, damit sie sich wirklich stützen auf dieses Europa der Gesundheit. Der erste Stein ist gelegt, die Bürger warten und sind ungeduldig. Madame Melun-Joël. Herzlichen Dank, Frau Melle. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Zahlreiche Länder haben bereits Handelsverträge bezüglich des Covid-Impfstoffes abgeschlossen, damit sie dann aktiv werden können, sobald das in Verkehr gebracht wird. Die Europäische Union hat es gleich getan, hat mit öffentlichem Geld, das sie bereits bezahlt hat, 300 Millionen Dosen bestellt bei 7 großen Laboratorien. Die Verhandlungen sind natürlich so, dass sie
klar sein müssen. Man möchte wissen, worum es geht, Vertragsbestimmungen, Zielbestimmungen und so weiter. Die Unterhändler sind sieben, sind nicht alle bekannt. Mindestens einer hatte Verbindungen zur Pharmaindustrie. Wenn man Unternehmen kennen, ist das okay, aber es ist so, dass die Verhandlungen vertraulich sein müssen. Ich möchte Sie erinnern, dass Sie uns rechenschaftlich sind, den europäischen Steuerrichtern. Deshalb geht es darum, dass man sich hier quasi den Bedingungen der Industrie beugt. Es gibt da Entschädigungsbestimmungen. Es ist da auch so, dass die Labors von der Verantwortung ausgenommen werden, falls es zu Nebenwirkungen kommt. Und es ist auch so, dass man hier keine Verantwortung nimmt im Bereich der Gesundheit. Das führt dazu, dass man vielleicht den Impfstoff nicht akzeptiert. Also auch, es hat zwar jetzt man hat gesagt, dass die Impfstoffe zur Verfügung stehen, aber niemand weiß, wie, wann und wo die Impfkampagnen durchgeführt werden können. Es ist auch so, dass die Nebenwirkungen jetzt noch nicht vorhersagbar sind. Es ist schon jetzt so, dass alle Bereiche der Pharmazie auch an den Börsen erheblich spekuliert werden. Und wie gesagt, es geht hier um öffentliche Gelder, damit wir erinnern. Deshalb ist es notwendig, dass hier das geistige Eigentum respektiert werden bei den Patenten. Aber das darf nicht dazu führen, dass es unerschwingliche Preise gibt und dass die armen Länder so keinen Zugang zu den Impfstoffen haben. Denn das würde nur zu einer Verlängerung der Pandemie führen. HIV ist auch erst dann, könnte erst dann eingestellt werden, wenn wirklich alle Zugang zur Therapie haben. Herzlichen Dank.